In der Pressekonferenz vom 1. Dezember 2015 teilte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg die Ergebnisse des Treffens der NATO-Mitgliedstaaten mit. Im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt habe man eine Strategie verabschiedet, welche sich gegen die hybride Kriegsführung unter anderem von Russland richte. Als Hybridkrieg oder hybrider Krieg wird eine ganz neue Kriegsführung bezeichnet, die erst im 21. Jahrhundert beschrieben wurde. Eine hybride Kriegsführung beinhaltet folgende Elemente. Erstens, den Einsatz von verdeckt kämpfenden Truppen bzw. Soldaten mit militärischer Ausrüstung ohne Erkennungszeichen, die auf fremdem Territorium operieren. Zweitens, die Nutzung von umfänglichen Kampfmitteln, die auch atomare, biologische, chemische und selbstgebaute Sprengmittel beinhalten können. Drittens, Propaganda- und Desinformationskampagnen und viertens, Cyberattacken, die auf einer weitgehenden Computerisierung, Elektronisierung und Vernetzung fast aller militärischen Bereiche und Belange möglich sind. Cyberangriffe zielen ab zum Beispiel auf rechnergestützte Verbindungen, um die Kommunikation des Gegners auf diesem Wege zu vereiteln und Zugang zu gegnerischen Computersystemen zu erlangen. Soweit zur hybriden Kriegsführung. Bemerkenswert nun war folgende Aussage Stoltenbergs, ich zitiere, letztlich müsse auch klar sein, dass hybride Bedrohungen auch zum Bündnisfall in der NATO führen könnten. Was genau ist nun ein Bündnisfall? Er tritt ein, wenn ein von außen bewaffneter Angriff gegen eines oder mehrere NATO-Mitglieder stattfindet. Das verpflichtet die zurzeit 28 Mitgliedstaaten, das attackierte Mitglied gemeinsam zu verteidigen. Im April 1999 wurde auf einem NATO-Gipfeltreffen in Washington, rechtzeitig vor 9/11, ein neues strategisches Konzept erarbeitet, das als neue Aufgabe den Schutz vor terroristischen Angriffen vorsieht. Auch bei solchen Angriffen soll der Bündnisfall Anwendung finden. Seit den Anschlägen des 11. September 2001 befinden sich teilweise noch heute, mit Berufung auf den Bündnisfall, NATO-Truppen in Kriegsgebieten wie Afghanistan, Irak, Libyen und Syrien im Einsatz. In keinem dieser Fälle gab es einen Angriffskrieg gegen die NATO. Trotzdem wurden diese Länder durch NATO-Staaten in blutige Kriege verwickelt. Was bedeutet nun die Aussage des NATO-Generalsekretärs, dass auch hybride Bedrohungen durch Russland zum Bündnisfall führen können? Das würde nichts anderes bedeuten, als dass ein NATO-Bündnisfall bereits unter folgenden Voraussetzungen ausgerufen werden könnte. Als Reaktion auf eine verdeckte Militäroperation, auf Basis von Desinformationskampagnen oder aufgrund von Cyberattacken unbekannten Ursprungs. Jedoch, woher will die NATO wissen, wer der wahre Urheber ist und wen man bekämpfen soll? Denn es ist das Kennzeichen hybrider Kriegsführung, dass alle Kriegsparteien verdeckt kämpfen und die Herkunft aufgrund fehlender Erkennungszeichen nicht festgestellt werden kann. Man kann also jederzeit eine Partei als Kriegstreiber bezichtigen, ohne das beweisen zu können oder auch zu müssen. Gleichzeitig muss man selbst ja gar nicht als Angreifer in Erscheinung treten. Damit würden für Kriegstreiber jeglicher Gruppierung Tür und Tor für Manipulation geöffnet. Ursprung hybrider Kriegsführung könnten genauso gut auch Drittgruppen sein, welche von einem Bündnisfall und einer militärischen Intervention profitieren würden. Entscheidend ist an dieser Stelle wohl auch die Feststellung, dass Russland über Monate hinweg zum wiederholten Male von der NATO bezichtigt wurde, in der Ukraine eine verdeckte Kriegsführung zu betreiben. Allen voran hat dies wiederholt der Oberkommandeur der NATO in Europa, General Philipp Breedlove, behauptet. Selbst die deutsche Bundesregierung teilte die Einschätzung Breedloves des Öfteren nicht, wie Spiegel Online am 7. März 2015 berichtete. Ein Spitzenbeamter des Bundesnachrichtendienstes warnte zudem, dass mit teilweise falschen Behauptungen oder überzogenen Darstellungen die NATO ihr Vertrauen verspiele. Da muss man aufhorchen, wenn die NATO beschließt, dass auch aufgrund hybrider Bedrohungen ein Bündnisfall ausgerufen werden kann. So kann die NATO Russland jederzeit einen Angriff unterstellen, den man gar nicht beweisen kann und muss. Dies kommt einem Freibrief der NATO gleich. Auf diese Weise wird dem europäischen Volk schrittweise beigebracht, dass sie sich auf eine offene Auseinandersetzung mit den Russen einstellen müssen. Sehen Sie dazu auch unsere Dokumentation,
die modernen Demokratisierungskriege durchschaut. Nie wieder Krieg. Wie funktionieren moderne Kriege? Erstens, destabilisieren. Der Angreifer schürt Unruheherde im Lande seines Zielobjekts. Er destabilisiert das Land seines Zielobjekts bis hin zu Bürgerkriegen. Zweitens, wie tut er das? Er nimmt zuerst einmal Kontakt zu allen unzufriedenen und gewaltbereiten Gruppierungen, Rebellen, Lohnterroristen, im Lande seines Zielobjektes auf. Ihm spielt es dabei keine Rolle, ob diese gewaltbereiten Rebellen sich aus Fußballfans, religiösen Fanatikern, links, rechts oder sonst wie Extremen zusammensetzen. Nur gewaltbereit, kaltblütig und loyal müssen sie sein. Der Angreifer stellt jede dieser Gruppen eine besondere Zukunft mit Mitspracherecht und vielen Vorteilen vor Augen. So kämpft jeder Motivierte, egal wodurch, für die Durchsetzung seiner eigenen individuellen Ziele. Jede sich auf diesen Weg heranbildende terroristische Einheit akzeptiert vorübergehend auch völlig anders geartete Gruppierungen. Jede Gruppe sieht in der gemeinsamen Stoßkraft vorerst einmal nur Vorteile. Das Motto: Synergie über alles. Gemeinsam schlagen, getrennt marschieren. Der Angreifer bildet also bunt zusammengewürfelte Terrorgruppen heran. Mag sich eine extreme Rebellengruppe gar nicht mit Andersgesinnten vermengen, so spielt das dem Angreifer auch keine Rolle. Er setzt sie separat für besonders auserwählte Ziele ein. So zum Beispiel für Selbstmordattentate und so weiter. Drittens, Ausrüstung und Finanzierung. Über Söldner seines eigenen oder auch eines fremden Landes bildet er die zuvor gesammelten Rebellengruppen zu Terrorgruppen aus. Dies tut er, wenn möglich, außerhalb des Landes seines Zielobjektes. Er errichtet dazu geheime Ausbildungslager, möglichst nahe seinem Zielort. Wenn dies nicht geht, fliegt er sie auch von überall her ein. Er liefert den Rebellen Waffen und Munition in beliebiger Menge und er gibt ihnen Lohn für den Kampf. Viertens, der Angriff. Der ausländische Angreifer setzt nun seinen Schlachtplan gezielt in die Praxis um. Je nach Strategie greift er auch ganz gezielt zivile Personen und Einrichtungen an. Sein Ziel ist eine möglichst große Aufmerksamkeit der Völker und der Schrei nach Hilfsmaßnahmen von außen. Im Mittelpunkt der Pressemitteilung steht jetzt natürlich nicht der alles organisierende Angreifer, sondern entweder die schlechte Regierung des zu stürzenden Landes oder je nach Bedarf die Rebellen, sprich die terroristischen Einheiten. Fünftens. Die Ziele des wahren Angreifers sind immer dieselben. Möglichst große Schwächung des Zielobjektes von innen her. Gezielte Schuldzuweisungen an das Zielobjekt. Möglichst große Verwirrung und Ohnmacht der Völker. Möglichst großes Verständnis für einen militärischen Hilfsansatz von außen her. Umsturz und Beseitigung der Zielregierung. Einsetzung einer neuen Regierung aus den Kreisen der gutartig erklärten Rebellen. Rückzug der Truppen, um das Land sich selber zu überlassen, auf das es ins totale Chaos stürzt. Erneutes radikales Eingreifen zur Beseitigung aller, die zuvor als Helden angesehen waren, nun aber nur noch Terroristen genannt werden. Übernahme des Landes bzw. deren Ressourcen. Reparationszahlungen nach Belieben. Sechstens. Sich als Retter feiern lassen. Siebtens, dieselbe Übung im Großen. Was der Angreifer mit zusammengewürfelten Rebellentruppen in einzelnen Ländern getan hat, das tut er nun im großen Stil. Ganze Länder sind jetzt seine erwählten Rebellentruppen.
Mit diesen umzingelt er seine größten Rivalen, die er alleine niemals schlagen könnte. Zuvor schürt er Provokationen, die er gezielt seinen größten Rivalen in die Schuhe schiebt. Er bringt seine erwählten Rebellenländer dazu, mit ihren eigenen Waffen und Armeen gegen seinen größten Rivalen auszuziehen. Erst wenn alle Länder ihre letzte Munition verschossen, ihre besten Leute verloren haben und ruiniert sind, greift der eigentliche Menschenfeind, der wahre Angreifer und Kriegstreiber ein, um nun alle miteinander zu besiegen. Achtens. Wer sind die großen Verlierer? Alle, die sich von diesem hinterhältigen Angreifer und Kriegstreiber betören und gebrauchen ließen. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.